Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute geht es um Fragen, die ich sonst nicht beantworte. Ihr wisst ja, ich drehe ganz oft so Fragen und Antworten Videos, aber ja, viele Fragen bekomme ich gestellt, die beantworte ich aber nicht, einfach weil sie mir eventuell unangenehm sind oder weil ich einfach nicht darüber sprechen möchte. Und ich dachte mir, ich mache da jetzt mal ein Q&A dazu, wo ich genau diese Fragen beantworte. Und wünsche euch jetzt einfach schon mal ganz, ganz viel Spaß und ich würde sagen, wir legen auch direkt los. Ja, die erste Frage. Wieso seid ihr nicht in die Nähe von Felix Arbeit gezogen? Ja, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber Felix fährt jeden Tag ungefähr eine Stunde zur Arbeit. Und ja, warum sind wir nicht in die Nähe der Arbeit gezogen? Erstens, weil meine Familiennummer hier oben wohnt im Norddeutschland und ja, ich mich einfach schwer trennen kann von meiner Familie. Klar, diese eine Stunde ist jetzt auch nicht die Welt, aber ja, wir haben ja bei meinen Eltern sozusagen gebaut und ja, deswegen leben wir hier bei meinen Eltern, weil wir hier unsere Wohnung gebaut haben. Ja, dann eine Frage, die wirklich sehr oft kommt. Ich wollte jetzt trotzdem noch einmal hier mit reinnehmen. Und zwar, ist ein zweites Kind geplant? Ja, natürlich ist ein zweites Kind geplant. Nur, wir haben auch schon einen passenden Zeitpunkt dafür gefunden. Wir wollen aber nicht darüber sprechen, einfach weil wir nicht ja, so eine große Welle daraus machen wollen und uns einfach auch noch nicht sicher sind. Wir haben gesagt, wir sprechen zu einem gewissen Zeitpunkt nochmal drüber. Jetzt kann ich mir es überhaupt nicht vorstellen. Ich bin, ja, also mein Tag ist voll geplant mit Lia, mit Haushalt und ich kann mir jetzt nicht vorstellen, da noch so ein kleines Würmchen zu haben, was mich 24/7 braucht. Das passt einfach mit Lia, finde ich nicht. Ich möchte die Zeit auch mit Lia genießen. Ich möchte, ja, Lia jetzt noch weiter aufwachsen sehen. Und ja, ich möchte einfach, dass Lia auch jetzt noch die Zeit mit mir hat. Ja, dann eine finanzielle Frage und zwar, wie finanziert ihr euer Leben? Ja, ich bin ja tätig mit YouTube und Instagram. Ich glaube, es ist einfach kein Geheimnis, dass man da heutzutage echt gut Geld verdient. Also, ja, was heißt echt gut? Also, um gut Geld zu verdienen, muss man einfach sehr, sehr bekannt sein. Das bin ich ja jetzt nicht so. Ja, aber ich kann mich und Lia auf jeden Fall unterhalten und finanzieren und ja, Felix arbeitet auch Vollzeit und bringt dementsprechend auch noch was mit nach Hause in die Kasse. Also es passt so, wie es ist, gerade relativ gut und genau, wir sind also beide sozusagen Vollzeit tätig. Ja, dann die nächste Frage, wollt ihr irgendwann heiraten? Ja, also das ist bei uns schon immer so, ja, damals, als wir uns kennengelernt haben, hieß es, wir heiraten auf jeden Fall. Am besten so schnell wie möglich. Damals wollten wir sogar noch vor 18 heiraten, ja. Und jetzt ist es im Moment so, okay, das ist schon ganz schön teuer, weil ich bin auch so jemand, wenn ich heirate, dann möchte ich es richtig groß, teures Kleid, Kutsche mit weißen Pferden, Tauben und all so ein Kram. Also ich bin da wirklich sehr, sehr extrem. Und genau, dementsprechend wollen wir halt da erstmal Geld sparen und dann, ja, geht's dann daran sozusagen. Aber derzeit geht auch einfach die Baustelle vor. Die Baustelle frisst unglaublich viel Geld. Und da haben wir gesagt, okay, wir machen erstmal die Baustelle. Und dann fangen wir an mit dem Sparen für die Hochzeit. Ja. Ja, dann die nächste Frage. Warum zeigt ihr das Gesicht eurer Tochter nicht? Ja, ich finde, also ich habe ja damals gesagt, als ich noch schwanger war, ich zeige sie auf jeden Fall. Ich hatte damit absolut gar keine Probleme und habe Mütter selbst nicht verstanden, die das immer, also die ihre Kinder zensiert haben. So, dann war meine Kleine geboren. Und ich wollte, hab im Krankenhaus Fotos gemacht von der Kleinen. Ich habe mich ja im Krankenhaus gar nicht gemeldet bei euch, die erste Zeit, sondern habe mich erst gemeldet, als wir schon auf dem Weg nach Hause waren. Und ich habe im Krankenhaus so viel überlegt und auch dann gevloggt und so. Und dann habe ich für mich einfach gemerkt, ich kann das nicht. Das ist so ein kleines, unschuldiges Wesen. Sie kann nicht selber entscheiden, möchte sie da jetzt in die Welt draußen sein und möchte sie da jetzt ganz viele Fotos von sich sehen. Klar, ich zeige die Kleine schon relativ viel, würde ich sagen. Das werde ich auch weiterhin reduzieren, jetzt immer mehr. Aber das Gesicht wird es auf jeden Fall nicht geben. Ich finde, ich kann das einfach nicht. Ich kann es mit mir selber einfach nicht vereinbaren und ich finde, ich sollte dann da einfach auf mein Mama-Herz hören. Und wenn mein Herz mir schon sagt, mach das nicht, dann mache ich es auch nicht. Und ja, es ist jedem das Seine, jeder soll das selber entscheiden. Ich meine,
wir als Eltern sind verantwortlich für unsere Kinder und ja, haben da die Entscheidung zu treffen. Ich finde meine Entscheidung richtig. Felix findet sie auch gut. Felix war direkt auf meiner Seite. Er hatte auch am Anfang nichts dagegen, also als ich noch schwanger war, die Kleine zu zeigen. Aber als ich ihm gesagt habe, hey, ich kann das nicht, hat er gesagt, okay, gar kein Problem, wir machen das nicht. Und jetzt ist er sogar eher der, der sagen würde, nee, das ist ihm ein bisschen zu doll. Mach den Smiley ruhig ein bisschen größer oder so. Genau, also wir sind da echt ein gutes Team und ja, wir haben die Entscheidung so für uns getroffen und ich bin auch sehr, sehr glücklich damit. Ja, dann die nächste Frage. Mit wie vielen Jahren hattest du dein erstes Mal? ich war tatsächlich ganz, ganz frisch 15. Also ich, es glaube ich war 2 Monate nach meinem 15. Geburtstag und Felix war damals 14. Genau, er war der Erste sozusagen. Ja, dann eine wirklich super beliebte Frage, die ich schon seit Monaten bekomme. Und immer wieder denke ich mir, oh, da spricht man eigentlich nicht drüber. Aber wie viel hat bis jetzt die Baustelle gekostet? Ja. Die Baustelle hat bis jetzt, und wir sind erstmal so die Hälfte fertig sozusagen, 50.000 Euro geschluckt. Das hört sich total viel an, wenn man überlegt, was wir geschafft haben. Es ist aber auch nun mal so, dass Baumaterial einfach unglaublich teuer ist. Ich meine, wenn man überlegt, dass eine Rigipsplatte ungefähr so 2 Euro kostet, ja, das ist schon ziemlich viel, wenn man dann überlegt, dass die nur 60 cm breit ist und man davon einiges braucht, wenn ich hier im Babyzimmer mal so rumschaue. Ja, und dann ist Laminat dabei. Der Laminat für hier oben hat allein 1.000 Euro gekostet. Das Bad war sauteuer. Ich glaube, insgesamt haben wir da mit Fliesen und da auch wieder der Fußboden. Ich glaube, das waren auch 5.000 Euro insgesamt, was Badezimmer angeht. Also es ist einfach so, dass so eine Baustelle super viel frisst. Deswegen ist Bauen ja auch an sich super teuer. Was ich richtig gut finde, wir haben bis jetzt keine Schulden gemacht. Also wir haben das wirklich alles komplett selbst bezahlt. Und genau, das war mir einfach auch wichtig. Egal, wenn es auch 1 oder 2 Jahre länger dauert, aber Hauptsache, wir machen keine Schulden und nehmen keinen Kredit auf oder so, sondern wir machen das eben so peu à peu. Immer das, was am Monatsende übrig bleibt, wird in die Baustelle gesteckt und das klappt im Moment einfach so gut. Die Kiwi ist gerade hier, nicht wundern. Läuft hier so ein bisschen rum. Ne, Kiwi Maus, komm mal her. Ja, komm mal hier. Zeig dich mal. Zeig dich mal. Da ist die Maus. Genau. Ja. Also ungefähr so 50.000 Euro haben wir jetzt mal so über den Daumen gepeilt. Ja, dann die nächste Frage. Warum gehst du mit Felix nicht mal aus ins Restaurant oder tanzen oder so in die Disco? Ganz ehrlich, ich war noch nie so ein Disco-Mensch. Also ich persönlich war in meiner Jugend auch noch nie in einer Disco, muss ich ganz ehrlich sagen. Das einzige Mal, als ich in der Disco war, war bei meinem Abschluss, bei meinem Realschulabschluss. Und ja, da hatten wir die Abschlussfeier in so einer kleinen Disco. Und das war das einzige Mal, dass ich irgendwie in so einem Nachtclub war. Sonst war ich da noch nie. Alkohol habe ich nur am Geburtstag getrunken und das auch halt so mäßig, ne? Also ich bin da überhaupt nicht so ein Mensch. Ich habe auch gar nicht dieses Bedürfnis, klar. Ich genieße total die Zeit mit Felix. Und wir nehmen uns auch Zeit als Paar. Dann ist es aber meistens so, dass wir Motorrad fahren oder mit der Kleinen spazieren gehen. Wir haben jetzt nicht das Bedürfnis, wir müssen jetzt in die Disco oder wir müssen irgendwie in ein teures Restaurant oder so, sondern wir genießen die Zeit dann lieber zu dritt. Oder unternehmen was Schönes, fahren an die Ostsee oder gehen in den Tierpark. Solche Sachen sind uns einfach wichtiger, anstatt da jetzt irgendwie Geld für Alkohol und irgendwas auszugeben. Und ja. Also wir sind überhaupt nicht die Alkoholmenschen, Felix auch nicht. Und das finde ich auch gut. Ich kann ja erstens noch gar keinen Alkohol trinken, weil ich noch stille. Und zweitens würde ich das auch niemals machen, wenn ich weiß, ich habe ein einjähriges Kind zu Hause, würde ich mich doch da nicht besaufen. Finde ich, das gehört sich absolut nicht. Und genau, deswegen ist das einfach absolut nicht unser Ding. Und ja, finde ich auch ganz gut. Hier dann die nächste Frage. Was an dir selber würdest du gerne ändern? Ja, da habe ich im Moment auch ziemlich doll mit zu kämpfen. Deswegen fällt mir das jetzt auch gerade so spontan ein. Ich möchte immer alles richtig machen und ich möchte immer alles perfekt machen und ich möchte immer richtig viel schaffen. Also ich bin wirklich so jemand, ich würde sogar nachts um 4 Uhr aufstehen. Hauptsache, ich habe mehr vom Tag und habe mehr Zeit, um alles zu regeln, alles zu machen. Ich möchte den Haushalt wuppen, dann möchte ich auch richtig viel Zeit mit Lia verbringen, dann habe ich auch noch die Arbeit und dann möchte ich auch noch
ja, muss man auch Geld verdienen und ich bin so jemand, ich möchte es allen recht machen. Möchte, ja, eigentlich mein Tag müsste eigentlich 48 Stunden haben, muss man ganz ehrlich so sagen. Und ich habe so viel im Kopf und bin abends so traurig und sauer über mich selber, wenn ich einen Teil nicht geschafft habe. Wirklich, dass ich abends wirklich total verzweifelt bin. Und das ist wirklich richtig, richtig schlimm im Moment auch, weil ich einfach im Moment so viel zu tun habe, dass es echt einfach manchmal total schwierig ist. Und das würde ich tatsächlich echt gerne ändern. Was ich damals für ein Problem hatte, war die extreme Eifersucht. Also ich war damals super eifersüchtig bei Felix. Ja, kein Mädchen durfte in seine Nähe oder sonst was. Es war richtig schlimm. Ich bin super froh, dass wir das zusammen überstanden haben. Das ist nämlich tatsächlich jetzt nicht mehr so. Es hat sich total gebessert und ja, deswegen würde ich das jetzt auch nicht mehr an mir ändern. Aber damals hätte ich das gern geändert, weil das war echt total nervig und auch selber. Ich habe mir so einen Stress gemacht. Und ja, aber tatsächlich würde ich selber an mir ändern, jetzt zu diesem jetzigen Zeitpunkt, dass ich einfach nicht mehr so viel von mir selber verlange. Ich kann stolz sein auf das, was ich im Moment schaffe. Und dann, ja, soll es auch gut sein. Dann die nächste Frage. Hat sich Felix über die Schwangerschaft von Anfang an gefreut? Ja, Felix, also ich muss ja erstmal von vorne anfangen. Also es war ja sowieso geplant, dass wir schwanger werden. Und er hat sich natürlich gefreut, aber er war am Anfang auch ein bisschen unsicher. Aber nicht so, dass er jetzt sagen würde, okay, wir treiben jetzt ab, sondern ja, es war halt immer so die Rede, okay, wir kriegen ein Kind. Und dann war es wirklich so auf einmal, ne? Also plötzlich hatte er vor Augen, okay, das ist jetzt wirklich ernst, wir kriegen jetzt ein Kind. Schaffen wir das, ne? Wie machen wir das finanziell? Wie machen wir das mit der Wohnung? Und ja. Deswegen, ja, er hat sich super gefreut, er hat mich auch direkt in den Arm genommen und so, aber es war halt am Anfang trotz, die ersten 2 Tage haben wir nur gesprochen, wie wollen wir das machen, wie schaffen wir das und so, ja, aber er hat sich trotzdem total gefreut. Dann die nächste Frage, wie sollte Lia heißen, bevor sie Lia hieß? Total verrückt, aber ich weiß nicht, einige verfolgen mich eventuell schon so lange, diese Person auf jeden Fall, denn sie weiß, dass Lia vorher einen anderen Namen hatte. Und zwar hieß sie vorher Fine. Ja, Fine hieß Lia vorher. Also ich glaube, ja, bis zur 13. Woche haben wir als Mädchennamen Fine gehabt. Und dann haben wir erfahren, dass es ein Mädchen wird und dann haben wir nochmal überlegt, weil wir Fine nicht, also es ist ein wunderschöner Name. Es ist wirklich ein wunderschöner Name und er steht immer noch auf unserer Favoritenliste. Aber es war einfach für uns nicht das Richtige. Es hat einfach nicht gepasst und dann haben wir neu überlegt und jetzt heißt sie Lia. So, mein Lieben, jetzt ist meine kleine Maus wach geworden, sitzt jetzt hier neben mir ganz verschlafen noch und braucht jetzt unbedingt eine neue Windel. Ich würde sagen, wir machen einfach nochmal einen zweiten Teil. Schreibt es gerne in die Kommentare, wenn ihr es wollt und schreibt mir auch gerne Fragen in die Kommentare. Dann beantworte ich sie direkt im nächsten Video. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und dann bis zum nächsten Mal. Tschüssi!